Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Need for Speed Most Wanted. Ja, Mensch, jetzt machen wir die Rennen und ja, ich habe eben auch ein paar Themen. Zwei Themen habe ich mir überlegen können, aber sind jetzt auch nicht so. Ja. Ich tue mich immer schwer, Themen zu finden. Das ist echt. Ich habe eine halbe Stunde für zwei Themen gebraucht, die ich mir überlegt habe, weil ich habe da irgendwie... Weißt du, man hat zwar Depressionen, aber man kann nicht irgendwie mal ein Thema finden, wo man sich... wo man sich überlegen könnte, ja, das und das und das kann man nochmal ansprechen, weil man das jetzt nicht so und so und dies und das und... Ne, das ist einfach komisch. So, nein, ihr wollt es doch auch, oder? Ich aber nicht. Aber gut, dann mache ich das. Ja. Das erste Thema, das wäre... Moment, warum ist ein bisschen so? Das erste Thema, das wäre... ich und aktuelle Spiele spielen. Weil, wenn ich... man sich das so anguckt, ja, die Spiele, die sind halt ein bisschen älter. What the f... Die sind halt ein bisschen älter und... ja, aktuelle Spiele spielen, das ist so eine... Das ist so eine Sache bei mir. Das hat mit zwei Faktoren zu tun. Oder auch drei. Zum einen kann ich aktuelle Spiele kaum, also eher weniger spielen, weil nicht weil mein PC schlecht wäre oder so, aber naja, es liegt halt daran. Man hat ja nur auch nicht so viel Geld, ne? Mit YouTube verdiene ich ja auch nicht. Dazu habe ich so wenig Abonnenten, so wenig Views, glaube ich mal. Das spielt ja eine große Rolle einfach dabei. Und ja, so an... Man arbeitet ja auch nicht. Beziehungsweise man kann nicht arbeiten und das sind so eine Faktoren, die mir es nicht erlauben oder sehr schwierig, dass ich aktuelle Spiele spielen kann halt. Zum anderen weiß ich jetzt auch nicht immer, was aktuell ist, was man halt spielen kann, und ich weiß jetzt nicht, wie Angela das machen, dass sie an den aktuellsten Spielen rankommen. Na gut, die sich rumsprechen, die wirklich aktuellen, was neu rauskommen könnte, was sie dann wirklich rumspricht, das weiß man dann auch, aber naja, das muss man sich ja auch leisten können, weil ein 60-Euro-Spiel, ich meine, das ist schon nicht ohne, ne? So 60 Euro für ein Spiel. Das kann man ja dann auch nicht so aus der Tasche bezahlen. Ne? Das ist schon krass. Ich meine, ich würde ja gerne auch aktuellere machen. Würde ich auch gerne machen, aber das sind so eine Sachen, die mir das halt nicht erlauben. Und ja, finde ich sehr traurig und schade. Aber auch ältere Spiele, gerade ältere Spiele machen mir auch irgendwie mehr Spaß. Muss ich mal so sagen. Weil da ist dieser nostalgische Faktor auch sehr hoch. Wie jetzt auch bei Most Wanted. Weil damals habe ich das ja auch gesuchtet. Oder Underground 1 oder 2 habe ich ja auch gesuchtet. Und
Ne, das, ich spiele auch gerne Spiele, die mal Spaß machen, wo ich weiß, die sind gut. Das kann man halt nicht bei Spielen, die gerade neu rausgekommen sind. Da kann man das halt nicht beurteilen, ob die gut sind oder nicht. Weil ich würde ungern was spielen, was mir überhaupt nicht gefällt. Und ja. Ich habe ja auch so eine Sachen, um mal anzusprechen, weil ich auch ein paar Let's Plays abgebrochen habe. Hat damit zu tun, weil ich habe da auf die Let's Plays keinen Bock mehr gehabt. Also ich habe da auf den Spielen keine Lust mehr irgendwie gehabt. Das tut mir im Endeffekt zwar leid, aber das sind so eine Sachen einfach, wo man sich einfach dann sagt, okay, da kommt ja schon fast schon die Galle hoch, wenn du das spielen musst. Und dann überlegst du dir wirklich, ja, spielst du, machst du das noch weiter oder lässt du das sein? Das sind so eine Sachen bei mir. Ich habe ja auch so ein komisches Phänomen, an mich. Das Spiel, das habe ich damals echt gerne gespielt. Zum Beispiel Driver Parallel Lines, was ich auch abgebrochen habe. Was mir auch für die Leute, die das gucken, leid tut. Aber es war für mich nichts mehr. Ich meine, gut, ich habe das noch so normal kommentiert, wie das hier auch jetzt. Aber innerlich hat mir das keinen Spaß mehr gemacht, so wirklich. Also da habe ich mich vor den Aufgaben habe ich mich halt gescheut, weil ich da keine Lust drauf hatte, weil die mir einfach zu schwer wurden. Und damals, wo ich das damals gespielt habe, da war es ja noch relativ neu. Und ja, das hat mir auch Spaß gemacht. Und das sind so eine Sachen, wo man sich überlegt, ja, warum macht mir das keinen Spaß mehr? Kommt das durch die Depression oder was hat das für Gründe? Das frage ich mich schon die ganzen Jahre, aber womit das zu tun hat. Und 4.3, ja, da wurde mir das halt zu schwer. Das hat mich nachher richtig angekotzt. Das hat mir auch nicht so gut gefallen, wenn ich das mal so sagen darf, weil das sollte ein Horrorspiel sein, ja, aber das ist viel zu viel Shooter-lastig. Die Story und so alles gut ist, aber das ist mir alles zu Shooter-lastig geworden. Vor allem der Stressfaktor, der war auch da ziemlich hoch. Ich weiß nicht, ob ich mit Stress so nicht um kann oder weil es mir was zu stressig wird, dann bin ich halt so, dass ich das dann Stress vermeiden will und das dann nicht mehr weitermache. Obwohl ich mich halt immer bemühe, ne? Das ist ja auch nicht mal. Das ist ja auch nicht so der Fall, wenn man zum Beispiel ein Spiel nicht mehr mag und das dann sich dann sagt, leck mich doch am Sack und das dann, naja, so gezwungen macht. Ich mache ja ungern was gezwungen. Ich nehme ungern auf und fühle mich dabei echt gezwungen, das machen zu müssen. Weil dann wird das scheiße einfach nur. Auch wenn ich da meine Witzchen reiße oder was, oder dies oder das oder jenes. Ich fühle mich da immer gezwungen, weißt du, das wird dann auch nicht mehr gut. Das ist halt so eine Sache, wo, naja, man halt dann für sich entscheiden muss. Ich breche echt ungern Let's Plays ab, das muss ich dazu auch mal sagen. Aber wenn es nicht... Sag mal, bin ich besteuert? Wieso? Ja, Entschuldigung, dass ich das jetzt doch mal mache. Das ist wieder ein Phänomen bei mir. Das ist mir, naja, Phänomen nicht, aber wenn ich so labere, dann vergesse ich alles.
Jetzt konzentriere ich mich nur aufs Labern und vergesse das, was ich im Hintergrund mache. Weil ich konzentriere mich zu gut auf zwei Sachen. Na gut. Ich kann mich auf eine Sache sehr gut konzentrieren, aber die andere kann ich denn dennoch irgendwo machen. Das ist irgendwie, es war gut für ein Let's Play, aber wenn ich dann vergesse, dass ich dann auf Enter drücken muss und dann nicht auf Neustart, weil ich habe das ja öfters gehabt, dass ich dann, dass wir dann angezeigt haben, das muss normal machen. Ich habe gedacht, ich habe verloren oder so, was eigentlich Blödsinn war, weil ich also ins Ziel gefahren bin. Ich habe noch nicht mal, ich wusste noch nicht mal, dass ich hier durchs Ziel gefahren bin und gewonnen habe. Aber das war ja dieses Foto und das ist, heißt ja, dass ich gewonnen habe. Aber trotzdem, dennoch dachte ich, dass ich irgendwie verloren habe und das dann nochmal machen muss. Und deswegen bin ich auf Neustart gegangen. Das ist mir noch in keinem Let's Play passiert. Ich habe mich so aufs Thema konzentriert eben. Das ist mir noch nie passiert. Das ist schon krass, also. Ja, das. Naja. Auch mal lustig. Das ist komisch, aber nein. Machen wir es halt normal. Gott. Nur darf ich jetzt nicht failen, weil dann würde ich mich richtig aufregen. Weil dann würde ich mich über mich selber ärgern, warum ich das nochmal gemacht habe. Weil es aus Versehen passiert, ich war da so im Thema drin. Weißt du, da vergisst du alles. Wenn ich so ein Thema drin bin, dann vergesse ich alles. Ist auch so, wenn ich eine Freundin habe, wenn ich da erstmal drin bin, dann vergesse ich alles. Nee, what the fuck. Das erinnert mich an so eine Sache. Ich habe damals auch eine Freundin gehabt und so. Immer wenn ich bei der war, konnte ich alles vergessen. Da konnte ich wirklich alles, was um mich rum war, vergessen. Damals hatte ich ja auch ein Problem mit meiner Software-Waffe, mit meiner M16, die ich halt auf dem Schrank stehen habe, die auch kaputt ist. Und die muss ich mal auseinandernehmen, weil die Ladehemmung hatte und da irgendwas nicht funktioniert hat. Die habe ich auseinandergenommen und dann nicht wieder zusammengekriegt und war dann richtig frustriert. Dann bin ich abends zu meiner Freundin gegangen und habe mit der geredet und alles. Und als ich da war und mit der geredet habe, konnte ich alles vergessen. Und Achtung. Ja, oh, ich habe endlich mal Enter gedrückt und nicht wieder. Oh. Nee, da konnte ich alles vergessen einfach und das hat mich dann auch nicht interessiert weiter. Nein, oh, na gut, dann mache ich das auch, dass ich mich schön ärgern kann. Nee, da habe ich dann alles vergessen um mich rum und ups. Nein! Boah. Junge. Boah. What the f- Alter, ich dachte, ich fahr den LKW rein. Also, war das krank. Alter. Das. Leistungstuning könnte helfen. Ich werde deinen... Warte, Moment. Ich werde deinen Arsch gleich einen Leistungstuning verpassen, in den ich dich fiste. Mach schon mal das Gleitgel bereit. Naja. So, so, was machen... Was, 14 Minuten erst? Gott. Naja. Machen wir die Gelittenen zuerst, dann habe ich leichtes Spiel, sag ich mal. So. Alter, habe ich jetzt halt alles vergessen. Habe ich alles vergessen, was mich da gestört hat. Ich habe nie mal daran gedacht, dass die jetzt kaputt ist. Dass ich die reparieren muss und die nicht mehr zusammenkriege. Ne, da vergisst man sehr viel.
wenn man so vertraut mit seiner Freundin halt ist. Soll jetzt nicht heißen, dass ich das Hex hatte oder so, aber... Ja, wenn man halt da ist bei der, die einem, bei Leuten ist, die einem gut tun, und da kann man schon Sachen, die eigentlich... Da vergisst man Sachen, die einen halt stressen und unangenehm sind. Da kommt man halt wieder runter und beruhigt sich und... Zwar war das danach immer noch kaputt, aber... Ich konnte mich da etwas beruhigen, bin da ein bisschen runtergekommen und... Boah! Dann nehme ich hier immer Nitro, das ist eigentlich scheiße, was ich da mache. Dann bin ich da auch runtergekommen. Das ist so beschissen hier einfach. Der war echt behindert platziert hier. Ich schaff das nicht. Vergiss es. Muss es, glaube ich, nochmal machen. Ich muss das nochmal machen. Das ist 200. An alle Einheiten. 1300. Es ist mehrere Beschwerden eingegangen über Code 6 Fahrzeuge. Zuletzt gesichtet Code 6 Fahrzeuge. In Richtung Süden auf der Camden Tunnel Road. Ich brauche eine freie Einheit. Alter! Fahr mir nicht im Weg, Junge. Schaffe ich doch eh nicht mehr. Wow. Das wird ein K. Autsch. Das kann ich doch vergessen, Alter. Entschuldigung. Wenn ich das vergessen kann, dann mache ich lieber nochmal. Nee? Und ja. Mann! Und ja, ich weiß, das nächste Mal muss ich denn wieder, also schon hier mit der pinken Karre. Wieso lasse ich die einfach... Warum lasse ich die nicht einfach pink? Weil... Mann! Was ist behindert, Junge? Ich habe schon einen neuen Motor und stell mich so behindert. So krank, einfach. Mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gesichtet in Fahrtrichtung Osten in der Nähe des Bankenviertels. Alle Einheiten. Ja, ich will auch zur Bank. Ich will Geld abheben, auch wenn ich nichts habe. Weiß. Mensch, der eine verfolgt mich nicht, ne? Das ist so komisch. Heilen hier. Ach so, wegen... Oh, das verwechselt. Die Töne sind auch beide gleich. Der Polizeiton, wenn so klick, 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 klick macht. Und die Radarfalle. Ich finde das so behindert. Haben die so scheiße gemacht einfach. Ich habe mich gedacht bei der Polizei dagegen, ich habe da nicht hochgeguckt. Ich habe nur gesagt, dass es gedacht, wenn das blinkt da und gibt diese Geräusche von sich, und dachte, da wäre eine Radarfalle. Und dann war das doch nicht so. Und naja. Och. Ja, jetzt kurz vorm Ziel oder was? Das wäre es ja nicht. Huh? Was? Moment! Moment! Auszeit! Auszeit, aber wirklich! Hm. Wie viel Glück muss ich denn bitteschön haben?
im Rennen fliegen mir die Polizeiautos quasi nur um die Ohren. Ja? Ich werde nicht verfolgt von einem Polizisten. So. Vor mir im Ziel fährt ein Polizist, die mich hätte verfolgen können. Macht sie aber nicht. Als das Rennen vorbei ist, ist der Polizist komischerweise despawned. Wie viel Glück muss ich da bitte schön haben, dass ich da nicht verfolgt wurde? Und wenn ich so gucke, das muss Fahndungsstufe, stufentechnisch muss man da auf maximal gewesen sein, oder? Kopfrisiko maximal. Wie viel Glück hatte ich da bitte? Das ist doch krank. Alter. Da brauche ich auch, glaube ich, mal gleich eine Pause. Und würde dann mal sagen, bis gleich im Endscreen. Ja, alter Schwede. Da habe ich mich aber richtig im Thema verrannt. Ja, Themen hatte ich ja genug auf jeden Fall. Und das mit der Polizei am Ende, das war schon ziemlich krass. Weil wie viel Glück muss man da wirklich haben? Das ist unfassbar. Ich meine, ich habe ja da alles... Ich bin ja normal gefahren. Ich habe da jetzt nicht irgendwie Polizei abgedrängt oder kaputt gemacht oder sonst irgendwas. Ich habe da einfach nur, ich habe da einfach nur mein Ding durchgezogen quasi und dann, ich habe auf die Polizei gar nicht geachtet. Nur, dass die mich im ganzen gesamten Rennen nicht verfolgt hat, das ist mir schon schleierhaft, weil ich war ja umzingelt von denen und, ja, dass sie mich mal ignoriert haben, ist ja mal, ja, ich war... Für die Polizisten war ich wahrscheinlich so scheiße. Ich tat denen so dermaßen leid, dass sie mich einfach, ja, haben fahren lassen. Und, weil ich einfach so scheiße bin, weißt du. Deswegen haben die mich alle fahren lassen. Das ist zwar sehr sozial und nett, aber in anderer Sicht. Naja. Gut. Im nächsten Part geht es dann mit Rennen weiter und ja, die werden ein bisschen einfacher und das Thema hat aber auch schon mal ein Thema und ja, gut, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren und sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.